So, und willkommen zu einem weiteren Video von The Faust. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Ende spielt, beziehungsweise wie ihr in die Höhle reinkommt, wo dann zum Schluss zum Ende kommt. Sowie jetzt alternative Ende, wo ihr noch andere Items bekommt, die ihr bauen könnt. Zuerst mal, wo sind wir eigentlich? Wir sind hier in dieser großen Bucht, der hätten es nochmal gebaut ist, aber egal. Hier drüben sind diese Häuser, wo Krokodile sind. Da kommt zum Beispiel ein paar Typen. Und hier ist der große Felsen. Also einfach frontal auf den zulaufen. Dann kommt ihr in die Richtung von dem, in der Höhle. Von dieser komischen Landzunge hier, wo Schildkröten sind. Jetzt laufen wir. Wo ist ein Kroko? Hey, das ist ein Amti. Moin. Ah, da hat sich gar keinen Bock drauf. Wir beachten den Amti gar nicht. Und gehen einfach in die Höhle rein, als wäre nichts geschehen. Ja, tupp ich draußen aus. Kein Ding wird ging. So, hier sind wieder ein paar Uhren, die ihr mitnehmen könnt für Bomben und so weiter. So, hier unten sind ist ein Armsi und ein paar andere Typen, die wir erstmal jetzt fertig machen müssen. Hab dazu erstmal ein paar Flares dabei, um die eben so runter zu schießen. Der brennt zum Beispiel jetzt schon mal. Komm, komm, komm. Ja. So, das Explosives und Taftbomben. Nehmt am besten von denen so viele, wie ihr könnt. Patz und auf Wiedersehen, mein Freund. Wow. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, bumm. So, nochmal einer tot. Von den Kleinen. Der müsste eigentlich direkt hier unten stehen. Ja, Esa. Und Patz. Dreh erst den Kopf drauf. Perfekt. Bumm. Und jetzt würde ich nochmal mit ein paar Pfeilen arbeiten, weil sonst ist er dann tot. Ihr könnt nicht mehr seine Haut verwenden. Also einfach schön draufknüppeln. Das ist halt jetzt ein bisschen Spielerei. Wie der jetzt hier rumgammelt hier unten. Noch lebt er. Digga, du bist so ein nerviges Stück Scheiße, wirklich. So, hier. Jetzt bin ich halt doch hochjagen. Ist jetzt egal. So nur nerven kann. Unfassbar. Na jedenfalls, jetzt seht ihr mal auch mal so eine Leiche von so einem Typen. Wie das so aussieht. Richtig geil. So, dann gehen wir weiter. Oh, ist ja noch einer. Moin. Komm, greif mir an. So, und dann geht's weiter. So, dann gehen wir weiter in der Höhle. Ich bin ein bisschen lauter jetzt, tut mir leid. Hier hat ihr noch einen Teil von dem Spielzeug von Timmy. Wenn ihr das unbedingt zusammenbauen wollt, dann geht ihr hier runter. Hat hier noch ein bisschen Snicks, Snacks und Taschenlampen mäßig unterwegs. Dann geht ihr hier runter. Zuerst den Taschenlampe war wieder leer, natürlich, so wie immer. So, dann geht ihr immer weiter die Cave runter. Bis ihr ganz unten seid. So, jetzt seid ihr hier. Müsst dann die Kletteraxt haben. Könnt ein bisschen drunter schauen, dass ihr ein bisschen seht, wo ihr hingeht. Und dann lässt er von automatisch auf los und ja. Wo kommt man eigentlich dahin? Turbo und Live, weil es ein bisschen laut ist. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Keine Ahnung. Naja. Das sollen wir auf jeden Fall nicht hin. Denn wir wollen hier hin. Seit wann ist hier eigentlich so ein Lichtgerät-Ding? Wusste ich gar nicht. Hm. Ciao.
Vielleicht können auch direkt runterklettern, aber ich mach's lieber so. Ist die offizielle Variante. Wenn man alles mitnehmen möchte. Dann geht's hier runter. Warte Sekunde, warte. Junge, ich hab keine Ausdauer mehr, lass mich in Ruhe. Warte. War auch noch mit einer? Ja, komm. Mit dem Tennisschläger auch noch, was bist denn du für einer? Ha, kommst du vorbei, hä? Bei Babys, optimale Methode. Erstmal lass sie springen. Sehen wir noch eins? Babys. Selbst auch noch. Meistens einen Schlag, dann sind sie down. So, dann den Weg hier einfach folgen. Dann seid ihr hier in dem Raum. Und dann an dem Punkt, wo ihr hier durch sehen könntet. Und da müsst ihr dann auch später hin. Sondern dann geht's den ganzen Weg runter. Den dann nochmal vertypen. Ihr auch wieder anbrennen könnt. So, ist auch tot. Da gehen wir nochmal weiter. Kommt ihr an dem Punkt, wo ihr wirklich aufpassen müsst, was ihr als nächstes macht. Ausdauer regenerieren, wenn ihr am besten Energy Mikrofone habt. Pumpt euch voll, tut nochmal Bomben bauen, was das Zeug hält. So, das habe ich alles gemacht. Und jetzt, wenn ich jetzt diese Tür einbreche, müsst ihr sofort nach rechts gehen. Im optimalsten Fall natürlich. Gehen am besten einfach diesen Stein hier oben drauf. Da könnt ihr euch nichts anhaben. Konzentriert euch, was ihr machen wollt. Und fangt an zu schießen. Wenn sie mal stehen bleiben würden und nicht immer wegrennen, würde ich gerade schießen möchte natürlich, ne? So, Nummer 1. Yo, Alter, was für eine Furie. Ey, richtig geil. So mag ich dich. Könnt ihr jetzt die Pfeile einsammeln? Und das ist wirklich der Punkt eigentlich, wo ihr perfekt rankommen könnt an sie. Und sie euch aber nicht anhaben kann. Fangen wir besten auch schon mal an, die ganzen Babys kaputt zu machen. Wow, Alter. Du hast gleich bald dein Leben. Jo, wie viel hält er denn aus? Kopf, er hat ein Dings im Kopf. Wow. Das wundert bestimmt nicht. Auf jeden Fall kann man hier keine Flares benutzen. So, das nächste Baby. Ich will dich treffen, ich will das Baby treffen. Jetzt, dankeschön. Nächstes Baby. Nächster Typ. Sammeln am besten jetzt einen Pfeile ein. Wenn ich noch Zeit hätte, aber das habe ich keinen Bock drauf, würde ich noch das alles mitnehmen. Das ist er ja. Hallo, moin. Das sind ein paar Babys. Lasst sie einfach springen. Sie kommen jetzt gleich auf euch zu. Boah, ist er ekelhaft. Habt ihr das gesehen? Hat er richtig gespritzt. Bah. So, nachdem ihr jetzt alles besiegt habt und versucht habt, in jede Hänge reinzukommen, was ich zum Beispiel gemacht habe jetzt, habe ich es richtig gefunden. Wir gehen jetzt hier rein. Also nochmal zur Verzierung. Ihr kamt aus dem Teil raus, geht einfach jetzt hier links rüber. Kommt zu dem Teil, wo
wo die von dir die Bude einrennen. Ach ja, moin. So, ciao, auf Wiedersehen. Geh weg von mir, geh weg von mir, geh weg von mir. So, ist hier noch was, was lebt? Nein, anscheinend nicht. So, und jetzt auf der anderen Seite hier erwartet euch wahrscheinlich ein AMC. Hier vorne braucht ihr Dynamit noch, was ihr hoffentlich aufgehoben habt. Jetzt heißt es nämlich Dynamit rausholen. Nennen wir es ein Dynamit. Wir nehmen Dynamit. Und dahinter ist in der AMSI. Wenn ihr Glück habt, rennt ihr euch ins Wasser rein und verreckt dann dort. Bam. Moinsen. Bist du da? Wirf mal hoch. Oder da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Kommst du? Jetzt hockt er da in der Ecke, ne? Er ist so ein... Ja, ihr müsst sehr viele Arms besiegen, um das zu schaffen. Und er ist tot. So, ihr braucht hier... keine Kletteraxt, obwohl es so markiert ist. So, das müsst ihr hier ganz schnell einfach nur Sachen drauflegen. Ach, du Scheiße! Oh, 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 oh. Alter, wie viele Arms kommen hier noch, Mensch? Der ist heiß auf mich. Der ist heiß auf, der ist heiß auf mich. Nimm uns vor, ich spiele hier im normalen Modus, ne? Also. Nicht, dass ihr denkt, ich spiele irgendwie Hard Survival oder so. Nein, das ist normal. Jetzt stirb. Oh, endlich. So, jetzt könnt ihr hier drauf Steine legen. Und das Tor öffnet sich. Und dahinter erscheinen... Man hätte es nicht anders vermutet. Ein paar Typen. Doch wir haben Dynamit und jagen die einfach in die Luft. Ciao, meine Freunde. Also die Folge wird wahrscheinlich ziemlich lang... Wo kommst denn du her? Ziemlich lang gehen. Ich werde trotzdem wahrscheinlich viel rausschneiden. Habe ich das Finger gesehen? Hat er auf mich gezeigt? Was für ein... So, ich hab mir jetzt nochmal... Früher war das nämlich nicht so, dass die Steine lagen, jetzt liegen da welche. Hier müsst ihr wirklich mal darauf achten, dass ihr nicht runterfallt. Gleich ist eine Seile zum Hochziehen. Aber fallt mal nicht runter, hier gibt es auch nichts Besonderes. Der Pfad, verdammtes. Wieder mal Timmys Spielzeug. Wenn ihr sammelt, gibt es hier die nächsten zwei Teile. Die letzte, alles entscheidende Tür. Sag jetzt echt nicht, ich habe keinen. Alter, nee, oder? Braucht man wirklich dafür Steine? Alles klar, bin gleich wieder da. Ich schneide es kurz raus, bis ich ein paar Steine gefunden habe. So, hier liegen ein paar Steine, nehme ich die wieder mit. Ich hoffe mal, die reichen jetzt. Wieder zurücklaufen. Und ihr seht schon die große Sinkhole. Und wenn ihr jetzt Stress haben wollt mit irgendwelchen Eingeborenen oder Mutanten, pflanzt ihr erstmal auf einen Stein drauf, damit ihr die Lage überblicken könnt. Und hier gibt es übrigens die Machete. Und das Pilotenoutfit. Alter, ich habe echt keinen Bock mehr auf euch. Hier. So, hier. Wie schmeckt euch das?
Armbrust doch hinterher. Komm, gib ihm. Ja, töte euch selber. Jetzt der erste ist tot. Und zweiter auch. So, da holen wir uns ganz schnell das Piloten-Outfit. Hier ist die Machete. Hier nochmal, die kam hier raus. Und das ist Sinkball, wie es jetzt in voller Pracht aussieht. Und ein paar andere Mutanten, die könnt ihr auch köten, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht. Wenn ihr jetzt sagt, ich will sofort weiter und wollt unbedingt das Ende spielen, würde ich euch empfehlen, jetzt auszuschalten, wenn ihr selber spielen wollt, beziehungsweise langsam auszuschalten, weil jetzt kommt der Teil, wo es spoilerhaft wird. Nochmal kontrollieren, ob ihr auch eine neue Flasche habt. Und wenn ja, dann E drücken, in die Cave reingehen. Und dann geht's weiter. Ziemlich lang, das diese Reise. Ich deshalb tue ich wahrscheinlich vorspulen. Und wir sehen uns dann, wenn wir dort sind. So, sind wir angekommen. Hier nochmal ein bisschen Post von Timmy hinterlassen. Daddy, guck mal, ich hab dich gemalt, wie du mit dem Taucher-Equipment rund. Das toll gemacht. Timmy, toll gemacht. So, der Gang. Lass mal hier ein bisschen warm machen. So, dann gehen wir mal hier durch. Aufpassen, dass ihr nicht reinfällt. Oh Mann, warte mal. Ah, ein Vetter. Oh oh. Oh, perfekt. Boah, bah, bist du eklig. Bist du eklig. Boah, richtige Fettwalze, ey. Blatsch. Komm, zeig dich doch mal. Dankeschön. Lol. Was? Habt ihr es gesehen? Der hat vielleicht gut zwei Pfeile ausgehalten von der Armbrust. Holy shit. Genau, wenn ihr jetzt eben die Kriegkarte nicht habt, wird es ziemlich doof, weil da könnt ihr den ganzen Weg nicht mehr zurücklaufen. Hochgehen. So, Kletterachs wieder. Jetzt kommt dieser rote Gang. Boah, sieht das geil aus, wirklich. Das haben sich die Entwickler nochmal so viel Mühe gegeben. Boah, Alter, so kein Bock, ne? Fuck, da kommt die hoch, oder? Ach du Scheiße! Boah, hab ich mich erschrocken. Ey, ich dachte, hier brennt in der Hölle, ne? Brennt in der Hölle. Jetzt rennt er weg. Was bist denn du für ein Buff? Ich schwöre, wenn ihr sie in die Ecke kommt, ich bringe dir so übertrieben um. Ja, komm, ey. Ja, fick. Ja, noch ein zweiter oder was? Am Arsch. So, wenn ihr jetzt gut sehen könnt, ihr könnt einfach jetzt locker easy mit der Flaggern drauf schießen. Immer wieder hingehen, wenn er gerade aufhört zu brennen. Und jetzt zum Beispiel rennt der eine jetzt im Kreis und da kann man einfach locker stehen bleiben und der andere bleibt hinten stehen. Und so könnt ihr dann immer wieder drauf schießen, müsst ihr halt genug Munition dabei haben. Ist er jetzt durchs Rennen gestorben? Lul.
Jetzt stirb endlich! Alter, feine Idee. Irgendjemand, der mich irgendwie so nahe treten will. Dann nochmal einer, ey. Warum könnt ihr denn nicht hoch? Zwei nochmal. Was spawnt die hier irgendwie neu oder was? Ihr könnt natürlich auch mit normalen Pfeilen besiegen, aber ich empfehle auf jeden Fall, holt euch die Jagdpfeile, die ihr in den Kisten findet. Wenn ihr nicht die Armbrust habt. Ja, da war es nur einer. Nochmal ein Headshot rein. Keine Pfeile mehr. Ich will nur mal anmerken, ja, das war der Weg zum Ende, ne? Also, wir sind noch nicht am Ende angelangt. Jetzt noch mal ein bisschen das drauf. So. Weiter. Hier speichern auf jeden Fall. Oh, endlich. So, Keycard benutzen, die ist hier oben. So, E drücken und... Ja, hinhalten. Sesam, öffne dich. Dieses Rote, wenn da reingeht, muss echt psychisch krank sein. So, ein bisschen noch den Typen ähnlich gemacht. Mein Vorgänger. Falls es immer noch jemand dran sein sollte, der keinen Spoiler haben will, bitte geh aber jetzt raus und hör auf, Video zu schauen. Bewerte das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aber was jetzt folgt, ist dann wirklich Spoiler pur, wenn du das Ende nicht gesehen hast und wissen willst, was passiert. Dann schalt einfach ab und für die, die es sehen wollen, für die geht es jetzt hier weiter. Ihr könnt hier einfach runterspringen, das ist gar kein Problem. Dann werdet diese komischen Kissen gebremst. So, das hier finde ich ganz lustig. Ich weiß, ich gehe davon Entfernung aus. Ja, geht's. Entdeckung! So, von den Dingen gibt es hier ganz viele. Dann haben wir noch ein bisschen Prospekte. Zeitungsartikel. Bestimmt Mackie. Wir können jetzt auch das erste Ecke loslassen, das ist auch kein Problem. Aber ich finde es echt interessant, wie sie das Ende verbessert haben, weil ich habe das seit längerem nicht mehr gespielt. Und was die hier alles dann dazu gemacht haben, oh, diese Spiegelung. Boah, Alter, das ist krank. Das gab es vorher gar nicht. Holy shit. System. So, hier gibt es ein paar Errungenschaften, die ihr freischalten könnt. Ich habe die jetzt schon, also halt hier ein bisschen trinken von dem Ding, essen von dem Teil, ein bisschen Geld einsammeln, ist immer gut. So, könnt ihr hier noch ein bisschen alles anschauen. Was zur Hölle ist denn das eigentlich? So, dann hier hoch. Ja, durchsprinten. Runter. Keine Sorge, ja, tut euch nicht weh dabei. Ja, und hier gibt es auch keine Feinde oder sowas. Alles noch friedlich. Dann nochmal ein bisschen Zeitung zum Lesen. Ist so ein Baby, oder? Ja, hier plätscht es doch wieder so eklig. Ja, essen sie. Alter, wie viele? Macht auch jetzt weg, eure Zielerkennung ist ab diesem Zeitpunkt hier weg. Könnt nur noch hier zielen. Als ob der eins überlebt hat von den Viechern.
Tja, ich würde mal sagen, zu einer Mutation von irgendeinem Typen, ne? Ja, besser. Kommt er auch hier rein? Nee, oder? Was? Von den paar Speeren bist du schon gestorben? Lol. Alles klar, nur Geheimwaffe gegen die Speere. Nehmt einfach Speere und sticht sie ab. Eine weitere Mutation von ekelhaften Ausmaßen. Ein bisschen Zeitung zum Lesen. Also ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal das Ende gespielt habt oder ob ihr überhaupt schon gespielt habt. Aber diese Musik war noch nie dabei. Möchte Copyright. So, jetzt öffnet euch bitte. So, wir sind jetzt hier. Und wir müssen nach da oben. Hier auch nochmal davon trinken, da bekommt ihr auch einen Errungenschaft davon. So, da könnt ihr halt hier rumgehen und Sachen suchen und rausfinden und was weiß ich nicht alles. Macht's einfach selber. Wenn ihr jetzt alles wissen wollt, wie das Game abläuft und so. So, hier geht's nicht weiter, hier geht's nicht weiter, hier geht's nicht weiter. Geht's hier irgendwo weiter? Ja. Alles essen. Bestimmt schon nicht zu lange halten. Nee, nee. Ah, ist einer. Moin. Warte mal. Ich hab was für dich. Du betest für mich? Hast von mir keine Kleiner zu erwarten. Du sollst nicht beten, du sollst sterben. Und jetzt sind wieder irgendwo Babys? Ja, hier sind sie. Warte mal. LOL. Brennt in der Hölle. Und genau, und so, dass sie eben auch die weitere Errungenschaft entstehen, wenn es eben dann so regnet. Da seht ihr noch eins von den Viechern, ist ja unfassbar. Alter, wie kommen denn noch? Da lebt noch eins. So. Und dann kommen wir jetzt zum finalen Ort des Showdowns. Hello, hello. Oh nein, Timmy, was haben sie mit dir gemacht? Knack. Boah, wir sind noch ein Flatsch. Ah, und sind jetzt aus dem Arm raus, Alter. Ist ja krank. Also so haben die es echt überarbeitet, echt gut gemacht. Dein Spielzeug, auch wenn ich es nie gesammelt habe, tut mir leid. Und dieses Auge da, boah. An meiner Hand. We'll be right back.
So, und jetzt ist unsere Aufgabe, den ganzen Mist wieder zu richten, ne? So, wir wollten eben schon mal wissen, was mit unserem Vorgänger passiert ist, ne? Ich glaube, wir wissen es jetzt. Er wurde mit Bleistiften getötet. Sogar im Ohr, Igitt. Naja, Pech gehabt. Wir gehen jetzt weiter, auf jeden Fall. Jo, die stecken sich auch noch an. Ist ja geil. Okay, gut, jetzt sind wir immer noch hier. Geht auf, nein. Ach, Katana, ich liebe dich. Du bist einfach das beste Schwert auf allen Erden. Wirklich. Warte mal. Das haben wir gleich. Headshot. Ja, lacht. Hehehe. Hier geht's auch weiter, aber was ist hier drüben dann? Wo geht's hier lang? Das ist der Raum, okay. Ihr könnt jetzt nochmal speichern, beziehungsweise schlafen, dass ihr eben jetzt dann hier wieder spawnt, wenn ihr den Gegner nicht schafft. Den Endgegner. Also auf dem Bett wieder spawnt. Das ist die Halle, wo es geschehen wird. Doch wie es dann das Ende aussieht, beziehungsweise der Endgegner aussieht und wie wir dann besiegen können, das erfahrt ihr dann in einem weiteren Video. Sonst wird dann die Folge zu lange gehen. Ich finde es 30 Minuten eine ganz gute Zahl an von dem Video, sonst wird es wahrscheinlich kaum einer anklicken. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis hierhin da geblieben bist. Lass doch eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Abonniere den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann beim Endgegner besiegen und bei dem dritten Video, wo wir dann das Artefakt holen und die anderen Vorteile besorgen. Und ciao.